Hallo an das Schütze-Kollektiv. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Bitte bedenkt, es ist allgemein, es ist kollektiv und es kann nicht auf jeden zutreffen. Und ich schaue jetzt erstmal, was die Grundbotschaft für den einen oder anderen Schützen sein könnte. Liebes Universum, bitte eine Grundbotschaft für die kommende Woche. Die Fische fallen raus. Ja, Stabilität kündigen sie an. Kann natürlich zum einen im Gefühlsleben sein, zum anderen aber auch Hinblick der Finanzen. Die Blumen, Freude und Harmonie. Zufriedenheit. Vielleicht hat der Schütze seinen Fokus genau richtig ausgerichtet. Und darf jetzt sehr, sehr schön das Ergebnis seiner Arbeit genießen. Wir haben hier den Mond, der symbolisiert deine Psyche, der steht für deine Intuition, auch ganz klar mal ein bisschen für die Ängste, aber es geht generell darum, in die Tiefe zu blicken, einen klaren Verstand zu haben, in dem das Gefühl, aber auch der Verstand klar ist. Wir haben hier Mond und Sterne und wir haben die Sonne. Also ein sehr ausgeglichener Schütze. Das große Glück mit der Sonne und der Stern ganz klar für Klarheit. Energetisch passt das sehr, sehr gut mit dem Gefühlsleben überein. Die Kelchkönigin, die steht nämlich für Wahrheit. Ja, es ist eine schöne, eine zärtliche Person. Schön, weil sie einfach auch ehrlich ist. Sie weiß viel und sie ist sanft. Das kann natürlich auch für dich als Mann stehen. Die Sieben der Schwerter ist allerdings so ein gewisser kleiner Mangel, der sich hier auftut. Damit heißt es jetzt hier, dein Geschick auch wirklich zu nutzen. Wir haben ja mit dem Mond auch manchmal so ein bisschen die Ängste symbolisiert. Ja, es könnte ja gut werden, wenn du deinen Träumen nachjagst, wenn du aus deinem Schatten hervortrittst und hier einen Sprung machst von 7 auf 9. 9 ist Abschlussenergie. 9 bedeutet, dass du hier eine gewisse Art der Aufarbeitung durchlebst und damit auch Ängste beenden kannst. Ängste auflösen kannst. Weil eigentlich, von deinem Gefühl her, kennst du ja die Wahrheit, ja? Du weißt, dass du aus dem Schatten heraustreten musst. Erstens, damit du den Blick wieder Richtung Himmel lenken kannst, damit der Blick klar wird auf den Mond, die Sterne und auch die Sonne. Und natürlich auch, damit du wieder vorwärts kommst. Wir haben hier Gemeinschaft liegen. Die 3 der Kelche und die 10 der Kelche. Zum einen heißt es hier Dankbarkeit, Freude, wieder in dein Leben zu generieren, zu ziehen und zum anderen hier in die Erfüllung, in die emotionale Erfüllung zu gehen. Das ist das Gefühlshoch, steht aber auch für die Gemeinschaft, also wieder neue Integration deinerseits, stabile Gefühle kreieren. Und nochmal Gemeinschaft. Also für den Schützen ist es wirklich hier im Kartenbild komplett das Thema Gemeinschaft in der kommenden Woche. Deine eigene Identität einbringen, deine Rolle, deinen Platz finden in der Gemeinschaft. Weil alleine, komplett alleine, kannst du klar auch Gefühle für dich generieren. Aber eine Reaktion von anderen Menschen lässt Gefühl in dich immer noch ein bisschen mehr wachsen. Ja, das heißt, wenn du Menschen gut zugetan bist, dann sind sie auch dir gut zugetan. Allerdings natürlich nicht fokussiert sein auf eine Person. Der Schütze, der kann das ja immer sehr, sehr gut. Er fokussiert sich auf einen einzigen Punkt in seinem Leben und vergisst das Ganze drumherum. Und wenn du aus der Situation kommst, dass du dich immer 100% auf eine einzige Person fokussiert hast, dann bist du auch in einer gewissen Art der Isolation, weil du dich von deiner Gemeinschaft weghältst, von deinen Freunden weghältst, ja, und möglicherweise sogar von der Verwirklichung deiner Träume weghältst, weil die 3 der Münzen ist auch eine gewisse Art der Qualifikation. Wie gesagt, es geht darum, jetzt hier deinen Platz wieder in der Gemeinschaft zu finden. Der Hierophant sagt klar,
immer den Sinn zuerst in dir. Der Hierophant ist das männliche Pendant zur Hohen Priesterin. Heißt auch so ein bisschen, deine moralischen Vorgaben, dein Vertrauen, dein Gewissen klar zu halten, damit du auch hier in die Freude, in den Genuss reingehen kannst. Nur in der Kelche ist im Endeffekt gleich den Blumen in den Lennys. Freude und Genuss aufgrund dessen, weil du etwas geschafft hast. Und vielleicht wäre es auch an der Zeit, jetzt von anderen zu lernen mit den 5 der Münzen. Das ist nämlich die Reduzierung. Sagt auch manchmal auch, du brauchst Hilfe. Und es ist auch völlig okay, sich von anderen helfen zu lassen. Vielleicht muss dein Bogen neu gespannt werden. Du hast keine Ahnung, wie du das am besten hinbekommst. Ja, vielleicht sind deine Hände schon ganz wund, weil du die ganze Zeit immer den Bogen so gespannt hast und fokussiert hast auf eine Person, dass du jetzt Kerben drin hast und nicht in der Lage bist, deinen Bogen neu zu justieren, in Anführungszeichen. Ja, und dass du dann wirklich auch mal abgibst, dich in der Gemeinschaft wieder fallen lässt und dann in der Lage bist, zu sagen, okay, hey, spann du mal meinen Bogen. Aber so lange fokussierst du dich auf das Gesamtbild, ja, und nicht nur auf einen klitzekleinen Punkt. Weil es gibt ja noch viel, viel mehr als nur das eine. Sondern es gibt noch Menschen um dich herum, die dich gerne in der Nähe haben, die gerne mit dir feiern möchten. Und es ist natürlich auch wichtig, in der Gesellschaft per se, auch mit Fremden, ja, arbeitstechnisch, dass du da eine gewisse Stellung für dich selbst findest, deine eigene Identität einbringst. Das ist hier noch so eine kleine Problematik. Wie gesagt, Verstecken, Zwänge, Befreiungsschlag, aber eigentlich kennst du die Wahrheit. Eigentlich weißt du, was du zu tun hast. Interessante Energie, aber eigentlich eine sehr, sehr schöne, denn am Ende führt sie zu einem stabilen Gefühlsleben. Alles ist klar und dein großes Glück kommt dann garantiert auch zu dir. Also nicht immer nur auf einen kleinen Punkt gucken, sondern das Gesamtbild anschauen. Schöne neue Woche.